Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. Wir haben mittlerweile Anfang November und das bedeutet, es ist Pflanzzeit. Wir beschäftigen uns heute mit dem Pflanzen von Tafeltrauben. Die beste Pflanzzeit für die Tafeltraube ist spät im Herbst oder im Frühjahr, sprich November oder in den Frühjahrsmonaten März, April. Bei der Pflanzung von wurzelnackten Reben sollte man diese zumindest 12 bis 24 Stunden vor dem Pflanzen ins Wasser stellen. Man kann sie auch ohne Probleme bis zu einer Woche, 10 Tage ins Wasser stellen. Gut ist es nur, wenn Sie das Wasser vor der Pflanzung sehen. Ebenfalls vor dem Pflanzen sollte man die Wurzel der Rebe zurückschneiden. Dies macht man auf circa eine Handbreite in etwa 12 bis 15 cm. Dazu kann man einfach die Wurzel als Gesamtes nehmen und unter der Hand einmal einkürzen. Das macht man darum, damit man die Wundreizwurzelbildung anregt, damit man darauf im Frühjahr mehr Wurzelwachstum erzeugt, mehr Wurzelwachstum initiiert und der Rebe beim erfolgreichen Anwurzeln hilft. Anschließend kann man sich schon dann ans Graben des Pflanzloches machen. Ich lege dazu jetzt die Rebe nochmal kurz ins Wasser zurück. Kann jetzt mit dem Spaten hier ein Loch ausheben. Das sollte circa so breit gemacht werden, dass die Rebe einfach locker darin Platz hat. So, das sollte genügen. Wenn das Pflanzloch dann fertig gegraben ist, kann man der Rebe als Unterstützung einen Stützpfahl einschlagen. An diesem kann die Rebe dann später hochranken bzw. man kann sie anbinden. Nun setzt man die Rebe locker ins Pflanzloch. Die Tiefe sollte ungefähr so gewählt sein, dass die Veredelungsstelle, das ist dieser dicke Knoten hier am oberen Ende, dass dieser ca. 3 bis 4 cm über dem zukünftigen Bodenniveau ist. Dazu räume ich jetzt das Pflanzloch wieder zu, rüttle dabei die Rebe immer wieder leicht, damit man einen guten Wurzelschluss hat. So. Es empfiehlt sich dann, das Etikett von der Rebe selbst zu entfernen, es vielleicht auf den Stützpfahl zu hängen oder sich, wenn man mehrere Reben pflanzt, vielleicht sogar einen Plan anzulegen, weil die Etiketten oftmals nach einigen Jahren spröde werden, dann vielleicht sich von der Rebe oder vom Stützpfahl lösen und man dann nach einigen Jahren vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, was man wirklich gepflanzt hat. So, nachdem man dann die Erde etwas zu den Wurzeln getreten hat, gießt man das erste Mal ein. Dies kann man ruhig mit nur 5 Liter Wasser machen, viel mehr benötigt man dazu nicht. Das Eingießen macht man deswegen, damit ein besserer Wurzelschluss zwischen Wurzel und Erde entsteht. Es ist ein bisschen ein Irrglaube, dass man nicht eingießen muss, wenn es vorher geregnet hat. Gerade dann wäre es eigentlich besonders wichtig. Wenn der Boden feucht ist, kann nur durch richtiges Eingießen ein guter Wurzelschluss entstehen. Wenn das Wasser nun vollständig versickert ist, dann räumt man das Pflanzloch vollständig zu. Oben nochmal mit lockerer Erde, tritt diese nicht mehr fest, um die Verdunstung zu reduzieren. Und jetzt sollte man das zukünftige Bodenniveau haben, bei dem die Rebe noch in etwa 4-5 cm, die Veredelungsstelle der Rebe noch ca. 4-5 cm über den Boden hinausragt. Bei einer Frühjahrspflanzung wäre nun die Rebe bereits fertig gesetzt. Pflanzt man im Herbst, im November, dann muss man jetzt aber nochmal die Rebe vollständig zuräumen. Man häufelt sie dadurch so an,
dass sie komplett bedeckt ist und vor den Winterfrösten geschützt. Eine Besonderheit gibt es beim Pflanzen von Topfreben. Bei Pflanzen im Topf sollte man beachten, dass anders wie bei jetzt zum Beispiel Äpfelbäumen, Birnbäumen, man nicht die Pflanze genauso tief setzt, wie das Pflanzniveau im Topf war, sondern man setzt auch hier auf 3 bis 4 cm unter die Veredelungsstelle. Das wäre in diesem Fall circa auf der Höhe des Etiketts. Das waren unsere Tipps zur Pflanzung von Reben. Wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst es uns wissen, schreibt uns einen Kommentar und lasst uns ein Like auf dieses Video da. Und mit schönen Grüßen aus der Weinstadt Österreichs verabschieden wir uns heute hier aus Polsdorf.